Heute möchte ich mich noch einmal beziehen auf das erste Buch der Nobelpreisträgerin Beata von Suttner, Die Waffen nieder, wo sie sich selber beschreibt als Mädchen, als junge Frau, die gerade einen Sohn zur Welt gekriegt hat und dann sehr blutreuig gegen andere vorgeht. Also sie steht mit ihrem Mann, mit ihrem Arno in einer gehobenen Position, wo sie es nicht nötig hat, etwas zu arbeiten, weil sie ist Adelsgeschlecht, ist sehr reich und ihr Mann ist ein höherer Offizier oder Admiral oder sonst was. Und während das Kind, das Baby auf dem Topf sitzt, krönen sie es sozusagen als Säugling schon zu einem Major, zu einem Kommandanten, zum General und was weiß ich. Und dann sagt die junge Dame zu ihrem Arno, während sie zärtlich durch den blonden Kopf streift, mit der persisch-blauen Uniform, du musst jetzt wie ein Held nach Sardinien 10.000 Kinder abschlachten. Ich hoffe, es fällt dir nicht schwer. Und unser kleiner Major wird dir Beifall leisten. Und da geht auch so stark hervor, diese Kriegshetzerei, diese Huserei der schizophrenen Mutter, die anstatt der Gottheit zu danken für das neue Geschöpf, das erhalten hat, für das Kind zu sorgen, sie Liebe zu schenken, immer hetzt auf andere Völker, auf Genozid, auf Kindermord. Also, und wenn der Mann dann zurückkommt und 10.000 Kinder in Sardinien abgeschlachtet hat, die sagt, ja, haben dich diese Ratenmädchen nicht verführt, vielleicht, dass du sie nicht getötet hast und nicht abgeschlachtet hast, weil sie sich versucht haben, mit Liebe an dir, an dich zu wenden oder was. Das heißt, die wird immer bluträchiger. Anstatt eine Stunde in ihrem Leben eine konstruktive Arbeit zu tun, irgendwas, was der Gemeinwohl oder ihrem Kind, der Bildung oder der musischen Begabung, sie spottet über alles. Über das Klavierspielen, über das Geklimper, über alles, was konstruktiv ist. Und ihren Ahne bei jeder wohllüstigen Sexualität flüstert sie in den Ohren von Kindermord, von 10.000-fachen Überfallen. Der Opa ist auch dabei, er hetzt und hustet auch, dass endlich der Krieg ausbricht, dass wir es endlich den Ratten zeigen können, diesen scheiß Italienern und so weiter. Und dann, nach der Beendigung dieses Romans, bricht er tatsächlich der Erste Weltkrieg aus. Er ist jetzt nicht ausgebrochen, verstehst du? Er ist durch Hetzen, durch Kriegshetzen, jeden Tag 12 Stunden lang, 30 Jahre entstanden, gemacht worden, verstehst du? Also, die Beata von Suttner ist die Frau, die das vielleicht am besten schildern kann. Das Hetzen, das Husten, das Menschen, das Kind abschlachten im großen Stil, das Gewollte, das Hinführende, verstehst du? Und ihm nachgeben. Und selbst ihr eigenes stinkt dir, ihr degeneriert es zum General machen, wenn es am Topf scheißt, verstehst? Und dem Arne, während er in blauer Uniform tausend und abertausende Kinder auf der offenen Straße abschlachtet und zurückkehrt, spricht sie als Held an und geht sofort mit ihm ins Bett. Und später, aus der Perspektive, aus der Betrachtungsweise als alte Dame, schildert sie, wie schön das war, die wollüstige Sexualität, während er Kinder ermordet hat und zurückgekommen ist als Held. Ja, super. Und hier, ihr kleiner Ani, der kleine General, mit 2 Jahren am Topf schießt. Oh, super. Verstehst? Das heißt, dass die Mutter dazu neigt, also die Nobelpreisträgerin Beata von Suttner in Die Waffen nieder hat er so beschrieben, dass die Mutter dazu neigt, dass, wenn sie selbst Nachwuchs erhält, anstatt der Gottheit zu danken und konstruktiv etwas strickt oder etwas kocht, verstehst, immer die anderen in den Blut, also in den Tod treibt. Und so habe ich das auch in Westeuropa irgendwie ich auch nachweisen können. Ist tatsächlich so. Eine reiche Magisterdame, die alles hat, Soziologie, Psychologie studiert und die von allem abgesichert ist, die nimmt niemals eine konstruktive Stunde irgendwas dazu beitragen müsste, in der Gärtnerei zu pflanzen oder einen Gulasch zu kochen.
die neigt dazu, dem anderen, dem ärmeren, mildgesinnteren, irgendwie die Kinder abzusprechen. Er kann es eh nicht haben, er hat da eh keine große Wohnung genug oder er ist nicht mehr mittel genug. Das heißt, sie ratet dem anderen alles weg. Das ist wie aufgezogen. Das ist wie ein Naturphänomen des Bösen, verstehst? Und da würde normal die Pflicht des Mannes und der Staats, der Verfassung aufgerufen sein, wo der Mann in seiner Autorität sofort sagen müsste, du machst dich da schwersündig. Pass auf, das ist anstiftend zu Mord, zu Kindermord, zu Nachbarsmord, zu Völkermord, zu Genozid. Das darfst du nicht wieder sagen. Ich liebe dich, meine liebe Dame, aber du hast Nachwuchs. Du hast jetzt eine Verantwortung. Schau drauf. Verstehst? Und wenn nicht die anderen Kinder ausraten und ermorden. Verstehst? Also Bertha von Suttner, Nobelpreisträgerin, extra erhalten aus diesem Grund für Frieden, verstehst? Weil sie das so gut auch schildern konnte, wie schizophren, wie bosartig verhasst diese Satanistenweiber werden können, wenn sie keine Zügel mehr haben. Die männliche und die verfassungsrechtliche Programmatik des Schutzes, des Menschenrechts, verstehst, Völkerrechts.